Hey Leute, was geht? Kaskrafler hier und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Sky Factory 4. Ich begrüße alle recht herzlich zurück, heute nicht auf meiner Insel, sondern in meiner Insel, in meiner Compact Machine. Denn wir wollen heute unser Autocrafting ein bisschen weiter vorantreiben. Wir haben ja das Autocrafting hier in eine Compact Machine gebaut. Das heißt, wir befinden uns gerade eigentlich in unserer Base, aber eigentlich nur in einem einzigen Block, wenn man das so sagen kann. Wir waren gerade hier drin, in diesem Block. Super, super cool. Okay, aber wie gesagt, wir wollen heute das Autocrafting ein bisschen vorantreiben. Dafür brauchen wir natürlich ein paar Dinge. Das Problem ist nur, was ich ein bisschen schade finde, es gibt keine Wireless Terminal hier drin. Und dementsprechend, oh, Sekunde mal, wir brauchen gar kein Wireless Terminal, wenn wir unser E-System da drüben haben. Wir brauchen einfach nur ein Crafting Terminal. Da habe ich gar nicht dran gedacht, wie cool das aussieht, wenn das hier einfach leer ist. Okay, pass auf, wir gehen einfach mal hier rein. Ich habe gerade, oh Gott, ich habe gerade sowas Falsches gedacht. Aber das müssen wir zum Glück überhaupt nicht tun, sondern wir können ja wirklich einfach hier hingehen und zum Beispiel unser Terminal, zack, hier drüben dran anschließen. Und dann haben wir Zugriff auf unsere ganzen Sachen. Haha, so einer ist das nämlich. Okay, das heißt, jetzt können wir hier drüben wirklich alles machen, was wir wollen. Optimal wäre natürlich noch, wenn wir einen Pattern-Terminal mit dabei hatten. Aber heute wollen wir das komplette Autocrafting für unsere Prozessoren hier reinbauen. Und zwar alles, was irgendwie nur geht. Und alles, was wir so gut es geht, irgendwie dafür brauchen. Molecular Assembler werden wir, glaube ich, auch brauchen. Ja, doch, tatsächlich schon. Das heißt, wir gucken uns einfach mal die Sachen von vornherein an. Wir haben einen Logic. Okay, dafür haben wir einfach nur Gold, das kriegen wir hin, Gold haben wir schon. Wir brauchen aber Redstone und Silicon. Das heißt, es wäre jetzt schon mal super, wenn wir eine Stonework Factory hätten, tada. Und mit dazu zum Beispiel ein Filing Cabinet oder wir könnten natürlich auch unseren Container benutzen, den wir eh schon das letzte Mal hatten. Wie hieß denn der? Container? Nee. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie der Block davon hieß, aber es war auf jeden Fall ein Container. Wo ist das gute Ding? Wenn ihr es seht, dann schreit hier. Dann was. Metal Crate. Okay, das war das Ganze. Aber die Mod hieß irgendwie Container. Sparrows, Drum Storage. Okay, jetzt war nicht so Container. Ich nehme alles zurück. Okay, wir haben hier in der Mitte unsere Haupt-Crafting-Einheit. Das ist eigentlich schon mal super. Dann brauchen wir links und rechts, würde ich vielleicht sogar wirklich die Crafting Storage mit dem Molecular Assembler machen. Und die ganzen anderen Dinger dann vielleicht hier drüben hin, so Maschinen und sowas in der Art. Dann könnten wir das alles da, ja, unterbringen, so ein bisschen. Das heißt, wir können hier schon mal unser Barrel mit da dran machen. Das ist super. Und dann machen wir uns ganz kurz ein paar mehr ME-Glass-Cable. Die haben wir hier. Oh, 64. Stark. So, machen wir das hier. Und dann nehmen wir gleich mit dazu einen Storage-Bus, wenn wir den haben. Da sind noch die ganzen anderen Geschichten. So, hier haben wir noch ein Interface mit dazu. Haben wir auch klar. Nein, nicht mit am Start. Bauen Formation Core, machen wir, können wir bauen, wunderbar. So, Interface werden wir eh noch definitiv irgendwann mal ein paar mehr brauchen, deswegen können wir da gleich mehr von bauen. So, Silicon haben wir mit am Start, soll Spaß, ausgezeichnet. Dann machen wir jetzt unsere Material Stonework Factory. Eigentlich wäre es cool, wenn wir die direkt, ja, wenn wir das irgendwie auch wie so ein Tower oder so hätten, ne? Wäre, glaube ich, ganz cool, aber müssen wir das bauen oder sollen wir es einfach hier nebenhin setzen? Ich mache es erstmal hier nebenhin. So, dann haben wir so eine Material Stonework Factory. Für die brauchen wir noch Energie. Also nehmen wir dafür einfach mal einen Flux Point. Yep, so, wunderbar. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Flux Points werden nicht weniger, ne? Wir haben immer gleich viel davon. Okay, wir wollen das Ding am Anfang grinden. Dann wollen wir dich nochmal grinden. Und dich wollen wir auch nochmal grinden. Ja, genau. Und dann kriegen wir Silicon raus. Perfekto. Und dann haben wir hier das Ding. Und das wollen wir nach links ausgeben. Ich frage mich, ob er das direkt einlagern kann. Sieht aber nicht unbedingt danach aus. Okay, dann müssen wir einen Abstand machen. Das ist aber eigentlich auch nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, wir machen den Material Stone Factory. Ah, die Ecke ist ein bisschen doof, ne? Wo könnte man das denn sonst machen? Vielleicht machen wir doch einen Turm. Dann hätten wir nämlich die Stone Factory hier oben. Wir mal stellen das wieder auf Grind, Grind und Grind. Und dann kriegen wir hier Silicon raus. Perfekt. Und dann haben wir hier das Ding. Und das lassen wir nach unten ausgeben. So. Aber die ganzen anderen Dinger, die lassen wir nicht nach unten ausgeben. Sonst werden wir nämlich andere Sachen irgendwo hinleiten. Und das wollen wir natürlich nicht. So, dann nehmen wir uns zusätzlich. Ah ja, Wireless geht nicht. Könnten wir hier drin eigentlich auch machen. Aber ich meine, so weit können wir auch laufen. Dann brauchen wir noch einen Item Transfer. Dafür nehmen wir die Item Transfer Geschichten. Hier, Item Translocator. Da ist einer verloren gegangen. Mysteriös. Und dann können wir das gleich mal so machen. Und dann kriegen wir hier unser Zeug. Perfekt. Und das andere schließen wir hier dran an. Okay, dann haben wir jetzt Silicon auch schon mal abgeschlossen. Wird hier drin gelagert, 46.000. Und das nächste, was wir dann natürlich brauchen für die ganzen anderen Prozessoren. Wir können einfach mal Prozessor gucken. Genau, wir brauchen Printed Engineering. Dafür haben wir Diamanten, das haben wir. Silicon haben wir praktisch auch abgeschlossen. Und Calculation bräuchten wir. Dafür brauchen wir Pure Nether Quartz Crystals. Und dafür brauchen wir, genau, einmal die Seas. Das heißt, wir brauchen Sand und wir brauchen Crushed Quartz. Das müssen wir also alles umcraften. Wir müssen also einmal
Das sind Laboratory Blocks. 1000 Stück, krass. Genau, wir bauen einmal Quarz und das machen wir zu normalem Quarz. Und normales Quarz machen wir wiederum zu dem hier. Und das machen wir dann irgendwann zu dem, zusammen mit Sand. Okay, Sand haben wir auch sehr viel. Das heißt, das hier wird zu dem und das wird zu dem. Als Anordnung für unsere verschiedenen Dinger. Dann nehmen wir ganz kurz unsere Pattern mit. Und ich glaube, wir holen uns mal ganz kurz auch unser Pattern-Terminal von zu Hause, weil wir eh die meisten Sachen jetzt eben gleich da drüben machen werden. Deswegen wäre es relativ doof, wenn wir das Pattern-Terminal hier stehen lassen. So, komm mal ganz kurz mit. Und dann entführen wir dich einfach nach Hause. Wie werden das? Oder nicht nach Hause, aber in die Compic Machine, Alter. So, ja, das können wir doch einfach auch hier dran mit anschließen. Das ist blau, super cool. Und dann machen wir unsere Pattern hier drüben rein. Und jetzt wollen wir eben schon einmal ganz kurz dieses Rezept hier machen. Warum auch immer er das gerade nicht machen wollte. So, zack, genau, das ist Rezept Nummer Uno. Das haben wir abgeschlossen. Dich können wir wieder reinlegen. Warum kann ich den nicht reinlegen? Wait a second. Wieso werden jetzt meine anderen Sachen hier nicht mehr angezeigt? Gerade wird mir nur noch Silicon angezeigt, aber die anderen Items von zu Hause nicht mehr. Das ist, ach so, weil ich das Kabel gekappt habe. Oh, bin ich dumm. Oh Gott. Oh Mann, warum sehe ich denn nichts? Ja, das Kabel, das ich gerade abgebaut habe, das verbindet unsere ganzen Drives mit dem ME-System. Das sollten wir also nicht unbedingt wegmachen. Das wäre ein bisschen suboptimal, sonst haben wir nämlich gar keine Items mehr. Okay. Hätte ich jetzt auch so eine Stunde dran hängen bleiben können und überlegen, woran das jetzt liegt. So, hier haben wir unsere ganzen Sachen wieder und wir haben schon mal erste Pattern hierfür. Perfekt. Jetzt wollen wir Crushed Quarz herstellen. Dafür nehmen wir einfach nur den Crusher. Crusher, den haben wir hier, so. Und auch das Ding stellen wir jetzt einfach hier irgendwo halt hin. Ich frage mich, ob wir das drunter machen oder drüber oder hier hin. Eigentlich wäre oben auch ganz cool. Dann können wir noch Energie und sowas mit anschließen, ne? Aber dann könnten wir das Kabel auch einfach ganz unten entlang laufen lassen. Wäre eine andere Option. Ja, das machen wir auch ganz kurz. Okay, super schneller Umbau. So sieht das jetzt aus. Und jetzt können wir hier praktisch wirklich unseren Crusher verwenden, hoffe ich. Auf jeden Fall, wenn wir das Ganze so bauen, wie ich das gerade im Kopf habe. Ja, aber das sollte klappen. Genau, das heißt, wir können den Crusher hier machen. Wir können uns einen Installer schnappen, wenn wir das noch mit dabei haben. Hier schon mal Basic. Vielleicht kriegen wir sogar einen Advanced. Das wäre natürlich super. Jawollo, so, zack, bada bing, Basic und Advanced. Das Teil sollte auch schon Energie haben, das sieht super aus. Die Sachen nehmen wir ganz kurz weg, die brauchen wir nicht mehr. Und dann probieren wir, 1 Liter Quarz sollte hier drin. Oh, Speed und Ding Upgrade sollten wir natürlich auch benutzen. Add Mechanism Upgrade. Dann haben wir einmal dieses hier, 8 Stück. Und dieses hier, ebenfalls 8 Stück, perfekt. So, machen wir ganz kurz hier rein und dann kriegen wir aus einem normalen Niederquarz ein Crushed Quarz. Das heißt, wir stellen das hier um auf Processing. Und jetzt legen wir das hier rein und das hier rein und die Patterns. Und dann haben wir das Ganze am Start. Cool. Mit dazu brauchen wir natürlich wieder ein Interface. Den haben wir gerade nicht mehr mit dabei. So, machen wir das hier hin. Interface kommt hier unten dran. Das verbindet sich direkt. Und dann kommt hier schon mal unser Crushed Quarz Pattern mit dazu. Genau. Und unser normales Quarz Pattern, das können wir hier reinlegen. Das ist ja ein Crafting Recipe. Deswegen sollte das soweit alles okay sein. Dich stellen wir auf Input und Output. So. Und dann nehmen wir uns einen weiteren Import Bus. Da haben wir den. Und den schließen wir einfach hier an der Seite an, verbinden das und fertig. Mehr müssen wir eigentlich nicht tun. Okay. Dann haben wir das abgeschlossen. Jetzt brauchen wir als nächstes wieder ein Crafting Rezept für unsere Seeds. Und zwar nehmen wir dafür einen Sand zu einem mit, zusammen mit einem Crushed Quarz, dann kriegen wir den Niederquarz Seed. Wunderbar. Auch das können wir wieder einfach hier drüben reinwerfen. Und jetzt brauchen wir praktisch das Ding. Dafür brauchen wir den Enrichment Chamber. Enrichment haben wir, jo, eine Elite Enriching Factory sogar. Cool, okay. Dann kommt die praktisch als nächstes irgendwo hin. Setzen wir einfach damit dazu. Hier sind ein paar Sachen drin. Ein paar Pulverized Silber Dinger sind hier mit drin. Aber die brauchen wir nicht mehr. Elite Enriching Factory, okay. Ach ja, das auf unserem ursprünglichen Erzverdopplungszeug, ne? So, okay. Aber auch das Ding wollen wir wieder Input und Output machen wir jetzt hier links, damit wir ein bisschen was sparen können. Denn wir können natürlich auch hier direkt wieder einen Input-Bus anschließen. Und Interface kommt nach unten. So, und hier sagen wir jetzt aus, haben wir das Pattern schon gemacht? Ja, haben wir, glaube ich, schon gemacht, ne? So, das heißt, das nächste Processing-Pattern wieder aus einem von diesen Netherquarz-Seed wird ein von diesen Pure Netherquarz Crystals. Und auch das Ding können wir dann wieder in das Interface werfen. Haben wir mit am Start. Und dann wäre die Sache schon mal gegessen. Cool. Was brauchen wir noch? Das waren unsere Prozessoren soweit. Also diese drei Dinger. Silicon können wir eigentlich auch schon herstellen. Das heißt, jetzt können wir, glaube ich, wirklich an das Crafting von den Prozessoren generell an sich schon mal gehen.
Und uns darüber Gedanken machen. Das heißt, wir wollen den Prozessor haben. Und für den Prozessor brauchen wir das Ding hier. Das heißt, wir sagen einfach nur aus einem, wir gehen mal ganz kurz hier rein und sagen Pure, wir wollen einen Dia, wir wollen Silicon und wir wollen Gold haben. Richtig. Dann brauchen wir noch Redstone mit dazu und wir brauchen noch einmal Printed Silicon. Das haben wir leider nicht. Das machen wir dann gleich. Genau. Und dann, hier haben wir auch schon über Import Pass angeschlossen, ne? Das ist crazy. Dann nehmen wir hier noch die ganzen Pressen mit raus. Die brauchen wir auch direkt. Ganz unten kommt bei mir immer Silicon rein. Dann kommt Logic. Dann kommt Engineering. Und dann kommt Calculation. Yeah, sehr schön. So, dann machen wir von den ganzen Dingern jeweils eine Sache mal, damit das hier ein bisschen funktioniert alles. Und damit wir die gleich fürs Crafting benutzen können. So, Acceleration Cards wären natürlich auch super cool, wenn wir die bekommen. Ich weiß nicht, wie viele wir dafür brauchen, aber ein paar können eigentlich nie schaden. Das ist ein halber Stack, das ist eigentlich schon ziemlich krass. Können wir die reinlegen? Nee, müssen wir alle so machen. Aber ist okay. Reicht sogar für alle. Cool. Perfecto. Und dann haben wir jetzt hier praktisch nicht die Prozessoren, sondern die. Wie ist die Vorstufe von dem Prozessor? Ah, genau, Printed. Ach, wahrscheinlich hatten wir dann sogar schon davon welche, ne? Ja, nicht von allen. Okay. Nehmen wir hier überall jeweils welche raus. Und dann gehen wir hier wieder auf Processing, nicht auf Crafting, sehr wichtig. Und dann sagen wir einfach aus einem Gold wird ein Logic. Zack, there we go. Dann machen wir als nächstes aus einem Diamanten, machen wir einen Engineering. There we go. Dann machen wir aus einem Pure einen Calculation. Und wir machen aus einem Silicon ein. Ups. Wie es in der Mitte haben. Aus einem Silicon, einem Printed Silicon. So, und auch die Dinger können wir jetzt wieder reinlegen. Das hier war unser Scribe für Silicon. Das heißt, hier kommt das Ding rein. Hier kommt unser Printed Logic. Dann kommt Printed Engineering und Printed Calculation kommt hier oben rein. So, okay. Und jetzt können wir das Ganze wieder mit anderen Rezepten machen. Das heißt, jetzt sagen wir aus einem Redstone. Aus einem Logic und aus einem Printed Silicon wird jetzt unser fertiger Prozessor. Das heißt, wir nehmen die Sachen hier wieder raus. Den anderen Prozessor müssen wir jetzt gleich so machen. Aber dann haben wir hier praktisch einen fertigen Logic-Prozessor. Tada! Und das tauschen wir jetzt aus zu einmal dem Engineering. There we go. Und dann haben wir hier einen Engineering-Prozessor. Super. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal einfach manuell mit einem Calculation. Aber den legen wir schon mal vorsichtshalber hier rein, so Calculation. Legen die oben mit dazu. Und dann kriegen wir hier unseren Calculation. So, there we go. Zack. Das sind unsere drei Rezepte. Und die können wir jetzt auch wieder hier reinlegen. Zack, zack und zack. Okay, und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann sollten wir jetzt hier schon hingehen können und uns ein paar Prozessoren bestellen. Zum Beispiel 100 Stück. Wir drücken mal auf Start und gucken, was passiert. Ob er alles so macht, was er machen soll. Gerade macht er nämlich noch gar nichts. Das ist sehr schade. Ah, er craftet. Okay, er craftet, er craftet. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was er gerade craftet. Stored. Ah, er macht gerade Printed Silicon. Okay, das funktioniert also schon mal. Das ist super. Wir brauchen natürlich noch Co-Processing Units und sowas, damit er hier mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Sonst macht er nur eins nach dem anderen und das ist nicht ganz so gut. Okay, jetzt craftet er gerade Pure Crystals hier drüben in der Maschine. Da können wir Autosort anmachen. Oder? Ja, doch, ich glaube schon, dass wir da Autosort anmachen können. Ja, und währenddessen macht er hier noch fleißig Silicon. Das ist cool. Okay. Das heißt, in der Theorie funktioniert schon alles. Das andere Zeug hat er auch gleich fertig. Und jetzt fängt er hier oben schon an, genau, die Printed Calculation zu machen. Und hier macht er unsere Calculation-Prozessoren. Sehr gut. Okay. Also Autocrafting von den Prozessoren stimmt damit schon mal und können wir damit schon benutzen. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter auf die Spitze treiben, indem wir einfach mal ganz kurz die ganzen Dinge wegnehmen und uns hier in Add Applied einfuchsen und dann mal ganz kurz die 1K, 4K, wollen wir die anderen? Das hier ist 1 km Storage. Ah, 4 km Storage, dann haben wir 16 km Storage und 64 km. Genau, die Dinger wollen wir nämlich auch mal ganz kurz haben, damit wir uns die anspeichern können. Ganz wichtig. So, hier brauchen wir nämlich das Zeug. Und jetzt bräuchten wir gleich nochmal einen Fluxcrystal. Das wäre auch ziemlich wichtig, dass wir das gleich mit dabei haben. Und dafür brauchen wir Mineral Chunks, richtig? Genau, wir brauchen Mineral und Redstone. Dafür brauchen wir jetzt die Infusing Factory. Die haben wir leider nicht hier. Das ist ein bisschen schade. Metallurgic Infuser. So, craften wir das mal ganz kurz so. Und Installer in. Wo sind wir? Installer. Oh Gott, was tue ich hier? Jetzt schreiben wir, okay. So, Basic Tier, dann wollen wir zwei von den Dingern. Und dann können wir gleich mit dem Metallurgic Infuser automatisieren. Das wäre natürlich auch
Super. Infusing, nehmen wir das hier mit dazu. Und dann kommst du einfach mit einem Abstand hier hin. Oder wir könnten den auch direkt da dran machen, eigentlich, oder? Wie funktioniert das hier mit. Ja, da gab es früher immer so ein kleines Problem mit den verschiedenen Sachen. Aber da gucken wir einfach mal. Basic und Advanced, so. Dann wollen wir noch. Oh, das geht immer noch nicht. Hardened, dass wir hier gleich Strom mit dabei haben. Und jetzt wollen wir. Ja, das ist ein kleines Problem, ne? Weil in der Theorie wollen wir zwei Inputs haben. Wir haben nämlich hier einen Input für extra und extra ist der Slot hier unten, wo wir zum Beispiel Redstone reinlegen. Und wir haben einen Input für Items. Der sollte aber bei beiden Sachen gleich sein. Und ich glaube, das geht nicht, ne? Wir können nicht beides hier so machen und dann erwarten, dass das funktioniert. Wir können es probieren, aber ich glaube, es funktioniert leider nicht so ganz. Das heißt, wir würden hier jetzt einfach einen Mineral Chunk nehmen und wir nehmen einen Redstone. Und wir können das Ganze natürlich über den Enriching Factory nochmal enrichen, aber das ist nur ein unnötiger Crafting-Schritt mehr. Und ich glaube, wir haben eh genug Zeug, dass wir da nicht so viel darauf achten müssen. So, aber dann wird ein Redstone und ein Mineral Chunk zu einem Flux Crystal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gucken wir nochmal ganz kurz nach. Ja, das sieht super aus. Okay. Dann coden wir das Ganze, dann packen wir hier unser Interface dran und machen das hier mit dazu. Und jetzt können wir mal ganz kurz gucken, ob ich Flux Crystals und craften kann oder nicht. 10 Stück davon. Missing 10 Redstone. Das ist mysteriös. Achso, ihm fehlen wirklich 10 Redstone. Oh, dann sollten wir das vielleicht auch mal ganz kurz eincraften, ne? Wie wir uns Redstone herstellen. So, machen wir das mal ganz kurz. Ups, das war falsch. Zack, bada-bing. So, und dann können wir das auch hier drüben mit einstellen. Okay, und jetzt können wir uns wirklich Flux Crystals. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Oder ob er damit nicht klarkommt. Nee, er legt nämlich gar nichts hier drüben rein. Schade. Obwohl er sogar den Extra-Slot normalerweise hier hat, ne? Was, wenn ich dich einfach nur auf Input stelle? Macht er dann was? Auch noch gar nichts. Crazy. Okay. Nochmal probieren. Sonst müssen wir das halt irgendwie ein bisschen anders umgehen. Können wir auch machen, ohne große Probleme eigentlich. Aber er legt ja nicht mal die Items hier rein. Okay, das ist tatsächlich krass. Im E-Interface. Flux Crystal. Ist das ein Crafting Pattern? Oder. Nee, Crafting Pattern kann ja gar nicht sein, ne? Muss ja. Ja, Create so ein Flux Crystal. Komisch, dass er das nicht macht. Normalerweise sollte er das nämlich machen. Nee, also selbst von oben funktioniert das Ganze nicht. Ich bin sehr gefragt, wieso. Vielleicht funktioniert es über das Autocraft nicht ganz so gut bei der Maschine hier. Wenn das jemand von euch weiß, dann schreibt super gerne mal in die Kommentare. Aber normalerweise sollte das wirklich auf die Art und Weise funktionieren. Also ich habe schon davor Autocrafting mit der Infusion Factory gemacht. Mysteriös, wieso es jetzt genau mit den Items hier nicht funktioniert. Also vor allem, da wir schon Redstone mit drin haben und so, sollte es normalerweise funktionieren. Das ist ein bisschen doof. Die andere Möglichkeit, die wir noch hätten, gut, Pure Flux Crystals können wir nicht machen ohne normale Flux Crystals. Aber ja, wir hätten Mystical Agriculture, das wir irgendwann nehmen könnten. Und wir könnten halt vielleicht immer einen bestimmten Prozentsatz direkt zu Flux Crystals umwandeln. Oder wir könnten halt sowas wie den Alloy Furnace benutzen dafür. Das würde vielleicht auch noch funktionieren. Das könnten wir eigentlich auch mal probieren, oder? Kann es sein, dass wir den sogar noch haben? Ich glaube, wir haben sogar einen Alloy Furnace zu Hause. Oder? Was war das für eine Maschine? Wir haben einen Manufacturer und. Was haben wir noch für eine Maschine von Nuclear Craft? Aber die Dinger werden halt wahrscheinlich relativ langsam sein. Ja, genau, Alloy Furnace. Guck mal einer an. Nehmen wir den mal ganz kurz mit. Und dann müssen wir das vielleicht darüber machen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Vielleicht kann mir einer von euch ja weiterhelfen, was das Autocrafting davon angeht. Und dann können wir das damit ein bisschen einfacher lösen. So, aber jetzt hier auch wieder zack mit dazu. Und dann packen wir hier wieder unser Pattern mit rein. Haben wir es mit reingepackt? Ja, sehr schön. Okay, hier haben wir sogar Upgrades mit dazu. Oh, habe ich nicht sogar Upgrades dafür? Nee, das sind Storage Network. Okay. Aber dann probieren wir nochmal ganz kurz Flux Crystals aus. 10 Stück. Drücken auf Start. Okay, hier macht er das Ganze auf jeden Fall. Gut, dann machen wir das halt erstmal damit. Und wir schauen, ob wir die anderen Sachen irgendwann anders machen können. Hier haben wir Iron Pressure Plates. Okay. Processing Power. Gestackt. Okay. Also das heißt für uns einfach nur, dass wir halt mehr Sachen bekommen. Crushed Quarz und Crushed Obsidian. Yikes. Obsidian haben wir, glaube ich, sehr wenig. Genau. Okay, dann machen wir erstmal die Dinge hier so rein. Okay, die werden schon definitiv ziemlich schnell. Also da könnte man, glaube ich, schon mitarbeiten. Das wäre jetzt nicht so, dass das irgendwie viel zu langsam ist, sondern damit kommt man schon klar.
So, machen wir davon nochmal ein paar Stück und die teilen wir dazu, Import-Bus, und dann haben wir das hier mit am Start. So, und dann können wir die auch importieren. Sehr schön. Und was hat für die Speed-Upgrades jetzt nochmal gefehlt, die wir gerade gebaut haben? Wahrscheinlich Redstone, ne? Genau. Und Lapis kann ich mir auch vorstellen, dass das fehlt, weil das natürlich auch einfach in Blöcken gelagert wird in meinem System. Aber dann machen wir einfach, ups, das sind die falschen. Das hier, dann haben wir 61 Stück. Eieiei. Oh mein Gott. Okay, das, okay. Vielleicht machen wir erstmal so Process Power. Speed Multiplier, Power Multiplier, weil 200, oieieiei. Okay, warte, wenn wir das hier machen, dann haben wir, oh, 42.000. Alter. Okay, wir machen vielleicht erstmal, ja, die Art hier, ne, damit wir hier auch genug Energie haben. Also ich meine, wir könnten es theoretisch machen, die Energie hätten wir, aber brauchen wir nicht. Also brauchen wir definitiv nicht. Und dann können wir einfach die anderen Sachen, ich meine, wir könnten auch noch irgendwie, so, warte, probieren wir das nochmal ganz kurz, so. Ja, ich meine, das ist nicht so super schnell, aber, ja, wie gesagt, wir haben auch noch Platz nach oben für andere Upgrades. Wir können ja auch noch Energie-Upgrades da reinpacken, dann geht das ja auch immer noch alles klar. Aber so haben wir definitiv ein bisschen zu viele. Das sind 17, damit kommt er gerade so klar. Aber das Problem sind einfach nur die Kabel. Wenn wir jetzt direkt einen Flux Point hier drüber machen würden, dann könnten wir, glaube ich, auch auf Maximalstufe arbeiten. Ne? Also wenn wir hier das Ding mit dran packen, so, dann können wir auch den hier lassen. Brauchen wir halt 42.000 F, um das Item herzustellen. Ja, was ein bisschen übertrieben ist, aber es würde funktionieren. Ich sag mal so, ganz theoretisch würde es funktionieren. Okay, aber da können wir auch eben immer noch Energy Upgrades mit reinpacken. So, und das Ding können wir wieder hier reinmachen. Und dann hätten wir jetzt, genau, das Teil könnten wir autocraften. Das wäre super. Und als nächstes bräuchten wir noch Quarzglas. Das wäre die andere Sache hier. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch, zu guter Letzt, einmal ganz kurz, Sekunde, zack, wenn wir das mal ganz kurz schon mal auf dieses Pattern. Und wir brauchen mehr Pattern, wenn wir die bestellen können. Nein, Missing 10 Glas, verdammt. Dann machen wir ganz kurz 10 Glas. Hui, guck mal einen an. Pattern, 10 Stück, zack, there we go. Und die sollten jetzt auch schon fertig sein. Und dann haben wir, genau, Crush Quarz können wir schon herstellen. Das heißt, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Glas. Und dafür nehmen wir, wer das gedacht, Sand. Und eine Smelting Factory, aber die haben wir zu Hause. Okay, aber gut, dann würde ich sagen, das baue ich einfach noch offscreen mit dazu, weil Smelting Factory ist genau das gleiche wie die Crushing-Dinger davor. Und dann, was es soweit von der heutigen Folge ist, Sky Factory 4 mit ein bisschen Autocrafting, ein paar schöne Maschinen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also da rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.